So, servus YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bioshock 1. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht großartig rum, sondern schnappen uns jetzt den Penner, der uns da so richtig auf die Nerven geht. Und ich muss abhauen, ja. Obwohl ich ihn schocke, ja. Oh, oh. Oh. Wo bist du? Was? Überraschung kommt! Jupp, das kenne ich. Überraschung. Ha, 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 ha. Ja. Ne? Überrascht? Warte mal, wie war das? Lol, der ist verkohlt. Oh, ich hab Brand. Oder was? Ne. Überraschung, Kumpel. Ach guck, das hören wir uns mal an. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen, und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Das ist gut. Was ist denn hier? Warum ist denn hier zu, Alter? Ach, guck an. Diese Arschlöcher kapiert uns nicht. Ich bin ein Siegertyp. Das werde ich rein. Ach, da ist einer. So viel zum Thema Siegertyp, Bro. Ich würde mal sagen, für dich hat sie's. Alter, stirb doch, meine Fresse. Der Typ, der ist bestimmt schon 10 Jahre tot, aber trotzdem nur. Ich muss immer noch. Oh mein Gott, er hat mich erschossen. Sorry. Hey, hier war ich noch nicht. Hallo. Oh, da liegt was, da liegt was. Das will ich haben, das will ich haben. Wasser. Das könnte auch eine Falle sein. Soll ich es wagen? Ja, warte. Ist hier irgendwas? Was? Meine Fresse. Okay, go. Ist noch irgendwo was? Ne. Zigaretten kann ich nichts anfangen. Oh, was ist das? Kann man das wegmachen? Nee. Scheiße. Ich wüsste gar nicht, ob da noch. Das ist ja blöd. Das hätte mich jetzt schon interessiert, was da hinten gestanden. Nein, mein. Ach, okay. Okay. So, wir gehen direkt hier rein, weil da war nämlich was Blaues. Aha! Zigaretten. Wir wollen aber das hier. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Oh, Süßer. Ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hierher. Was eine kranke Scheiße, Leute. Die züchten die Mädchen? Okay, mal gucken, was wir hier hören. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Die Miezen. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Okay. Alter, wo muss ich lang? Nichts macht die Miezen mehr an.
Die Miezen. Also wenn, ich muss mich schon mal entschuldigen, wenn das immer wieder so ruckelt kurz, dann hat es, ist das, weil ich meine Maus ständig hochheben muss zum Rum und Numdun. So. Ich hoffe, das stört euch nicht so arg. Da waren wir ja schon. Was? Achso. I see you. Oh, hätte ich jetzt einen Sniper, Mann. Warte mal. Oh, das macht sogar. Ich bin voll der Paparazzi. Viel Spaß. Ja, ein bisschen höher. Oh mein Gott, wie geil! Bam! Voll geil! Wer blutet hier? Mit was könnte ich denn, mit dem könnte ich ihn treffen, wa? Oh, hattest du ihn erwischt? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Geil! Ich gehe jetzt einfach mal auf Nummer sicher. Nicht, dass der uns dann irgendwie noch die Party versauen will, die Sau. Hat die keine Waffe gehabt? Hallo, ich stehe. Oh, leck. Ja. Das, oh, wo gehst du hin? Oh mein Gott. Lass doch nach. Lass mich raus, lass mich zurück. Oh mein Gott. Weißt du, der Sound, der packt irgendwie ein bisschen, kann das sein? Hallo? Ja, mit an! Die! So, den hol ich mir jetzt. Headshot! Oh, oh, was? Wer? Wo, wann? Warum? 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 Wo? Wo denn? Wo schießt ihr denn? Heilige Scheiße, ist hier ein Geschütz oder was? Da ist ja wirklich ein Geschütz. Toll. Go, 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 go. Schnell, 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 schnell. So. Also schnell gucken wir. Da, 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 da. Nach oben. Dann nach rechts. Dann haben wir so ein Ding, was ist da oben? Keins, ne? Oh, guck. Ah, ne, scheiße, das müssen wir. Genau so. Und dann. So eins. Fertig! Tü-tü-tün. Nicht auf mich schießen. Ich gehöre zu dir. Ich hab meine Zeit nicht. Headshot! Oh nein. Habe ich jetzt einen Cocktail getrunken? Nee, Batterie habe ich aufgehoben. Für was auch immer die Batterie gut ist, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, das wird schon seinen Zweck haben, dass wir das Zeug aufheben. Ach Gott, ich bin so dumm, was dämlich, Alter. Mal. Okay, 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 schnell, schnell. Nach oben. So. Dann einmal so. So. Oh, jetzt komm schon. Ein gerades noch. Perfekt. Dann kaufen wir eins. Stickstoffgranaten.
Napalm. Kriegen wir danach nochmal richtig strange Waffen, so wie es aussieht. Geil. Oh, eine tote Katze. Das ist total uncool. Ich mag tote Katzen nicht. So, Napalm, Batterie. Alter, what the fuck, was kriegen wir da alles? Oh, was ist das? Du baust nichts als Scheiße! Warum zögerst du deine Behandlung hin? Wie auch immer du das gerade gemacht hast, vielen Dank. Ach, das scheint so der... Ja, lol, kann ich da nicht drüber hoben. Aber wahrscheinlich... Ah, unten durchkriegen, na, guck an. Oh, was ist das? Stickstoff. Kaffee, Schokolade und Kaffee. Kaffee ist immer gut. Ihr wisst ja, Leute, ich bin ein absoluter Kaffeetrinker, Kaffeefreak. Ich könnte mir das Zeug permanent in die Adern spritzen. Ohne Witz, Leute. Ich bin so kaffeeverwöhnt. Dies klappt dir mir nicht. So, was haben wir hier? Verbandskasten. Oh mein Gott, Alter. Das ist, wenn du ein Call of Duty Spieler bist, ist das so scheiße, weil du ständig nachladen willst. Kannst aber nicht nachladen, weil wenn du hier nämlich das hier, also die Plasmide hast und du willst nachladen drücken, ja, dann tankst du quasi die Plasmide wieder auf. Und das willst du ja nicht, das willst du ja nicht. Headshot! Wer pfeift denn da so rum? Hallo! Wenn ich dich zu fassen kriege, zeige ich dir mal, wie das hier läuft. Hä? Was ist denn da? Wo bist du? Ich lass mich nicht verscheißen, mein Junge. Ist der hier? Hä? Ja! Heilige Scheiße. Vielleicht soll ich das Spiel mal von, oh, schon wieder, okay, jetzt, so passt. Vielleicht soll ich das Spiel mal von, 5.1 auf Stereo umstellen. Das kannst du natürlich auch, oh. Vorsicht. Saturn, was? Lauf! Lauf! Ich lauf ja. Oh mein Gott, bitte töten mich. Ja, komm her. Ach, schau, genau, da waren wir jetzt nämlich vorhin auf der anderen Seite drin. Hier irgendwas rum, irgendwas versteckt ist vielleicht? Ne? Okay. Bin's vorsichtig. Was ist denn die Scheiße? Sie kommen! Oh mein Gott! Dieser Ort gehört uns! Und what the fuck? Wie kriegen die sich jetzt schon gegenseitig? Ich glaube, hier soll ich erstmal kurz speichern. Ich habe nämlich eine... Um gespeicherte Inhalte zu löschen, drücken Sie Entfernt. Ah, guck an. So, genau. Aha. Weil ich komme sonst bei den ganzen... ich muss 10-mal speichern und da speichern und hier speichern. Und was war denn das jetzt hier hinten? Warum ist denn die tot gegangen? Und was ist mit dir los? Und was ist hier los? Und was ist das hier? Ah. Was, Vorschau? Nein, ich will doch nur das hier. Hier. Jetzt, ja, genau. So, nochmal speichern. Hier. Zack. Sicher, wisst ihr ja. Und nein, sicher ist nicht der kleine Bruder von Langweilig. So, ich weiß aber, dass hier irgendwo irgendeine, also das kann doch nicht der gewesen sein, wo die Alte da gerade abgefackelt hat, oder? Oh, guck mal. Da muss ich hoch. Ja, die Kollisionsabfrage in dem Spiel ist
Ein bisschen seltsam, aber... Komm schon. Es funktioniert. Solange es funktioniert, funktioniert's. Vorsichtig. Okay, ich will erschlüsseln, was da drin ist. Cool. So, Leute, und wenn ihr wissen wollt, was da oben in der Tür drin ist, müsst ihr beim nächsten Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt Let's Play Bioshock 1. Jetzt wollte ich schon 2 sagen. Also, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schönen Tag noch, ne? Also, tschüss.